hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer, ihr EU-Wagenpartner in Bielefeld. So, jetzt stehe ich hier zwischen zweimal Skoda Karoq Sportler. TSI DSG. Der eine in Stahlgrau, der andere in Black Magic Fairlifect, also schwarz metallic. Das Interessante ist, augenscheinlich sehen die beiden Autos ja total identisch aus. Von der Bauform her ist das vom Prinzip her auch so, aber es gibt da doch irgendwie einen Unterschied, weil als ich mal beide Preisschilder nebeneinander gehalten habe, habe ich gesagt, wieso kostet das eine Auto 37.990 und das andere Auto 41.990. Motor gleich, Ausstattungslinie gleich. Da war dann die Frage, ja, wie kommt denn sowas zustande? Wie kann das denn sein? Und dann habe ich mir die Autos mal genauer angeguckt und das ist genau das, was wir jetzt in diesem Vergleichsvideo eben halt mal machen, um da mal zu sehen, wie so ein Preisunterschied überhaupt zustande kommt. Weil vom Basispreis her sind beide Autos gleich. Und dann beginnt das schon mit der Außenfarbe. Hier haben wir Stahlgrau Uni, bedeutet kein Aufpreis für die Farbe. Da haben wir das Black Magic Pearl Effect, bedeutet direkt einen Aufpreis für die Metallic Farbe. Wenn ich dann weiter gucke an dem Fahrzeug, jetzt müsste man mit der Kamera ein Stückchen näher kommen, dann sieht man das auch. Auf der linken Seite habe ich hier eine Felge in der Größe 18 Zoll. Das ist das Basisrad in dieser Ausstattung Sportline. Das ist nicht gerade klein, das ist schon relativ groß. Skoda hat sich da was Neues überlegt, hat jetzt hier so Inlays in die Speichen praktisch mit eingebaut, um da eine gewisse Optik eben halt hinzubekommen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das graue Auto angucke, siehe da, der nächste Preisunterschied, die Leichtmetallfelge, 19 Zoll. So, da ist jetzt auch nichts mehr mit Kunststoff gemacht. Da haben wir eine Bicolor-Felge, die ist glanzgedreht, also eine sehr hochwertige Felge, dementsprechend natürlich schon mal direkt der Preisunterschied. Die beiden Dinge jetzt, also Farbe und nur die Felge, irgendwo mal zusammenrechne, haben wir die ersten 1500 Euro als Differenz. Und dadurch alleine schon mal, wenn ich jetzt sage 37,99, bin ich bei 38 plus 1,5, bin ich schon mal 39,5 zu 41,990 ist der Sprung nicht mehr so riesig. Ich jetzt in den Innenraum reingehe und schaue hier einfach mal. Dann sage ich, okay, Sportline-Ausstattung. Kanton Soundsystem ist verbaut, elektrische Heckklappe ist mit drin, Spiegelpaket hat das Auto, dass er die Ohren anlegt, wenn ich das Auto abstelle, einparke, virtuelles Cockpit ist mit drin, Navigation ist mit dabei, Lenkradheizung ist verbaut, Klimaautomatik ist verbaut, Sitzheizung ist drin, wenn mich nicht alles täuscht, vorne und hinten, beheizbare Frontscheibe ist mit an Bord, Automatikgetriebe haben wir, also im Grunde genommen absolut vergleichbares Auto mit dem wir jetzt drüben stehen. Hinten gibt es auch keinen Unterschied. Das bleibt sich also gleich. Abgedunkelte Scheiben haben auch beide mit drin. Elektrische Heckklappe ist verbaut. Und da ist der Schalter für die schwenkbare Anhängekupplung. Das heißt, im Grunde genommen augenscheinlich erstmal bis auf Farbe und Felge vom Prinzip her alles gleich. Jetzt haben wir hier in dem Auto verbaut eine Einparkhilfe, Parkpiepser vorne, Parkpiepser hinten plus zusätzlich 360 Grad Kameras. Bedeutet, ich habe vorne nochmal im Bereich der Front eine Kamera und auch im Bereich der Spiegel und hier hinten eben halt, dadurch wird mir ein komplettes Bild eben halt gemacht, 360 Grad. So, jetzt gucken wir hier drüben bei dem stahlgrauen Auto mal. Augenscheinlich, siehe da, sobald dass ich die Tür aufmache, sehe ich den ersten Unterschied. Das Auto hat eine Vollleder-Innenausstattung, also keine Stoff-Innenausstattung. Dann habe ich hier eine Sitzverstellung drin mit Memory, vollelektrisch, einstellbar. Natürlich auch nochmal ein ziemlicher Preisunterschied. 360 Grad Kamera,
Vergleich zu dem schwarzen haben wir bei dem Auto auch wieder. Das heißt, bis jetzt drei Unterschiede. Farbe, Felge, Innenausstattung. Einmal Stoff, einmal Leder. Jetzt hier hinten gucke, dann sieht das auch ziemlich gleich aus. Die Heckklappe aufmache, dann ist die auch wiederum elektrisch. Die schwenkbare Kupplung haben wir auch. Die ist hier auch verbaut. Aber, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es hier noch eine Funktion in dem Auto, die auch differiert zu dem anderen. Und zwar ist das das sogenannte DCC-Fahrwerk. Das heißt also, ich habe hier die Möglichkeit und kann tatsächlich das Fahrwerk in der Härte verändern. Ich kann also im Komfortmodus fahren damit, kann eben halt auf Sport umstellen, kann eben halt auf Normalmodus fahren, je nachdem, wie ich es halt gerne haben möchte. Das heißt also, wirklicher Unterschied jetzt zwischen den Autos: Metallicfarbe, die Felge, die Lederinnenausstattung bei diesem Auto inklusive der Sitzverstellung mit Memory und eben halt zusätzliches DCC-Fahrwerk. Das heißt, wenn wir jetzt den Aufpreis mal nehmen, 38 dort, 42 hier, die 4000 Euro machen in jedem Fall absolut Sinn, wenn ich für mich selbst eben halt erkannt habe, ich hätte gerne eine Lederinnenausstattung, ich hätte gerne das DCC-Fahrwerk und ich hätte gerne die größere Felge. Da haben wir vom Prinzip her den Sportline eben halt mit einer sehr runden Ausstattung, wo im Grunde nichts fehlt. Und hier, ich sag mal, den Sportline mit einer Luxusausstattung obendrauf. Also was noch wichtig ist, wäre eben halt letztendlich mal den Innenraum Stück für Stück nochmal zu betrachten und die Details eben halt nochmal zu sehen. Wir machen das ganz bewusst jetzt mal bei dem Auto mit der Lederinnenausstattung. Von der Basis her ist das bei dem schwarzen Karoq Sportline, wie er hier steht, im Grunde genommen identisch. Wie gesagt, Innenausstattung Leder ist eben halt mehr, DCC ist eben halt mehr. Ich denke, wir gehen mit der Kamera einfach mal rum, steigt mal ein und dann schauen wir uns das gerade nochmal gemeinsam an. So, start den jetzt einfach mal. Okay, also Klimaautomatik ist klar, Sitzheizung ist klar, beheizbare Frontscheibe, denke ich, ist auch klar. Was bei dem Auto eben halt zusätzlich verbaut ist, ist Parklenkassistent und eben halt hier nochmal die ganzen Kameras. Das ist an sich eine ganz coole Geschichte, da kann man von oben auf das Auto drauf gucken. Jetzt also ringsherum irgendwo was sein sollte. Wir sehen jetzt also hier die hintere Wand von der Halle oder hier links daneben eben halt das andere Auto. Dann kann man das wirklich auf diesem Bild super gut sehen, weil häufig ist es ja so, ich habe zwar hinten das Piepsen, habe auch hinten vielleicht die Kamera, aber wenn rechts daneben noch irgendwie was ist, Klassiker wäre jetzt, da stünde ein Bobbycar, das kann ich von hier aus vom Fahrersitz überhaupt gar nicht sehen, auf der Kamera sehe ich das sofort. Das ist an sich eine ganz klasse Geschichte. Hier über die Taste jetzt mal was verändere, dann habe ich hier Driving Mode Chassis Control, genau, das ist die Geschichte mit diesem DCC-Fahrwerk. Das heißt also, ich habe diesen Komfortmodus, wo das Auto super weich abrollt, ganz entspannt, gerade in Verbindung mit der großen Felge vielleicht ganz wichtig. Drückt dann einfach nochmal drauf, macht dann mir das nächste Bild auf. Das wäre jetzt normal, das ist so Basis, was man jeden Tag halt fährt. Und Sport wäre eben halt nochmal ein bisschen knackiger. Und was auch ganz toll ist, ich kann hier über Individual mir das Ganze nochmal anpassen. Also einmal hier das DCC-Fahrwerk, Komfort, Normal oder Sport. Dann kann ich die Lenkung halt verändern. Dann kann ich den Antrieb nochmal verändern, Sportbereich, dreht da etwas weiter die Gänge auch. ACC, adaptiver Abstandsassistent, den kann ich mir halt auch nochmal so einstellen. Sportlich dann nimmt dann etwas kürzeren Abstand. Lichtassistenz wäre jetzt auch normal oder Sport, Klimatisierung, eben halt Eco oder Normal. Und einen haben wir noch unten drunter, das wäre jetzt zum Zurücksetzen. Das heißt, ich kann mir dieses Auto wirklich tatsächlich individualisieren. Das kann ich hier in diesem grauen Auto kann ich das machen, drüben in dem schwarzen geht das nicht. Assistenten, genau, das ist auch nochmal so ein Thema, da können wir nochmal gerade nachgucken. Dann können wir hier auf den Button Assistenten, oh Gott, da sind also reichlich da. Also hier einmal den Side Assist, dann haben wir hier den Front Assist, dann habe ich hier die Distanzregelung. ACC, Adaptive Cruise Control, Vorausschau. Okay, was haben wir hier? Geschwindigkeitswarnung ist heute auch ein Riesenthema eben halt. Verkehrszeichenerkennung muss ja mit an Bord sein bei so einem Auto heutzutage. Kann ich dann hier wählen zwischen Anzeige und Ton, wenn ich zu schnell bin. Ja, Tasse Kaffee wäre jetzt auch schön. Müdigkeitserkennung, genau. Also wenn ich dann irgendwann mal eine Pause machen soll. Spurhalteassistent ist mit dabei. Und hier
anhängerrelevante Verkehrszeichenanblendung ist die Anhängererkennung. Da gibt es allerdings nochmal ein Untermenü, was erst dann funktioniert, wenn hinten auf der Steckdose tatsächlich eben halt auch ein Stecker steckt. Ich weiß nicht, wem es bekannt ist, aber Side Assist zum Beispiel wäre jetzt für den Fall der Fälle. Ich blinke irgendwie nach links. Ich habe die Situation, dass auf der linken Seite, ich sag mal, im toten Winkel ein Fahrzeug hinter mir ist, was ich nicht sehe. Dann kann er hier vorne nochmal den Blinker mit anmachen und reagiert dann auch. Sollte ich trotzdem rausziehen wollen, aber nicht geblinkt, zieht er mich zurück wieder in die Spur, weil er den Spurhalteassistenten dann aktiviert, sodass ich diese Spur praktisch beibehalte und nicht unbeabsichtigt, kann ja auch mal passieren, auf die falsche Spur komme. Ja, Distanzregelung war da mit drin. Das sind die ganzen Assistenten, die mit an Bord sind. Ansonsten haben wir bei dem Fahrzeug, wenn ich es richtig sehe, auch eine ambiente Beleuchtung mit an Bord. Das finde ich eigentlich auch ganz, ganz schick, immer, gerade wenn man abends mal im Dunkeln so unterwegs ist. Das ist eigentlich eine ganz, ganz hübsche Geschichte. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich will gerade mal einmal gucken, wo ich das hier tatsächlich verändern kann. Weiß gar nicht, geht das über Setup? Vielleicht kann der Kameramann mal helfen. Der ist nämlich viel fitter in solchen Dingen. Ja, einfach mal in das Fahrzeugmenü gehen. Fahrzeugmenü, okay. Und dann unten rechts. Setup. Genau, und dann haben wir ambiente Beleuchtung, da haben wir sie doch, genau. Also da ist die Veränderung dann in unterschiedlichsten Farben auch möglich, wenn ich das richtig sehe. Ne? Automatisch, manuell, okay. Darüber kann ich sie einstellen. Ja, cool. Ja, so viel zu der Bedienung von dem Auto. Beide Fahrzeuge sind bei uns online. Beide Fahrzeuge sind direkt erhältlich. Fahrzeugpapiere haben wir da. Das heißt, wer sich schnell entscheidet, kann von jetzt auf gleich bei uns so ein Auto bekommen. Egal ob bar gekauft, ob finanziert, geleast, ob ein Auto in Zahlung gegeben werden soll. Wir können das alles abbilden, wir können das alles darstellen. Wenn das Interesse besteht, gerne einfach anrufen. Das ist immer der schnellste, der einfachste Weg. Ansonsten gerne eine E-Mail schreiben, sonst gerne per WhatsApp, gerne auch über Instagram. Ich sage erstmal herzlichen Dank für die Teilnahme an dem Video und wünsche allen Beteiligten noch einen schönen Tag. Tschüss, ich bin raus.